Reit im Winkel, Ruhpolding und Inzell. Motorradfahrer aus Bayern und Tirol machen die B305 regelmäßig zur Rennstrecke. Polizeihauptmeister Sebastian Hajek und Polizeihauptkommissar Jan Zangenfeind sind mit einem Spezialfahrzeug unterwegs. Mit der eingebauten Videoüberwachung messen die Polizisten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Also wir sind heute in Zivil unterwegs mit einem Provida-Fahrzeug. Hauptsächlich zur Geschwindigkeitsüberwachung im Dienstbereich, insbesondere auf den Motorradstrecken. Dafür ist also Uniform eher hinderlich, weil man die doch im Vorbeifahren sieht. Und in Zivil fällt man nicht ganz so auf. So, jetzt fahren wir mal Richtung Ruppolding rüber und schauen wir mal, was auf der 305er los ist. Motorradler sind ja nur unterwegs heute. Wetter ist auch perfekt. Wie heißt es immer so schön, wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Aber trotzdem ist es auch für uns Arbeit. Und die Polizisten müssen nicht lange warten. Der ist relativ zügig in die Ortschaft rein. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob er uns entdeckt hat. Aber er hat so den Eindruck gemacht, dass wenn er dann gleich wieder seine gewohnte Geschwindigkeit weiterfahren möchte, er fährt also deutlich zu schnell, aber wir kommen nicht hin zum Messen. Also wir übertragen die gefahrene Geschwindigkeit von unserem Auto auf das vorausfahrende Fahrzeug. Und darum dürfen wir natürlich nicht schneller fahren wie der vorausfahrende. Der hat schon oft jetzt auffällig in den Rückspiegel geschaut, was hinter ihm so los ist. Sebastian Hajek und Jan Zangenfeind konnten keine saubere Messung durchführen. Für das Strafmaß ist das wichtig. Den Polizisten bietet sich eine zweite Chance. Ja. So schnell kann es gehen, ja. Die verwechseln halt immer die Landstraße mit der Rennstrecke. Gell? Das ist, wenn wir teilweise 150 nachfahren müssen, dann kann man sich vorstellen, was der da vorne fährt. Ja, und wir kommen leider gerade nicht so vor, wenn wir das vorstellen. Jan Zangenfeind darf im Einsatz ganz offiziell die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten. An seiner Schräglage, dass er schon deutlich schnell ist. Das war jetzt genau die Zielgruppe, was wir eigentlich wollen. Geschwindigkeit von 70 Kilometern in der Stunde hat der Motorradfahrer weit überschritten. Das glaube ich, hab ich was gemerkt. Schaut euch wieder im Rückspiegel mal kommen. Ja, das ist grausame Spiel da beenden. Eine verwertbare Messung war den Polizisten nicht möglich. Ich glaube schon, dass er mit 120, 130 unterwegs war. Da ist mindestens ein Fahrverbot und ja, 200 bis 250 Euro Bußgeld fällig. So. Hallo, die Polizei. Gib mir Führerschein und Fahrzeugschein. Das hat so hinterher gefahren, aber nicht, was ist denn das für einer? Fahrt sauber auf. Fahrt sauber auf und bei 70 fahren wir nicht mit 130, 140, oder? Habe ich mal gehört. Sei wir sogar schneller, weil wenn wir 150 nicht mehr nachkommen und du entfernst dich von uns, dann fährst du schneller bei mir. Und das kann nicht ganz richtig sein. Da muss ich sagen, fehlt es irgendwo im Verständnis. Das muss ja nicht die erste Fahrt in der Saison die letzte sein, oder? Ist da ja, nicht, eher nicht. Also, da hätte man ein bisschen. Wenn ich das sagen, also unter dem. Und einen Tacho hast du selber und den rechten Griff, wenn man dreht, dann wäre das Moped schon. Aber ich mag auch noch vorne. Ich hab ja auch ein bisschen hinter jetzt. Ja. Auch mit den Reifen. Ich verstehe deinen Fahrstuhl überhaupt nicht. Da. Also überhaupt nicht. Da muss man mal einer, der sich mal
Halt gescheit. Also so von der Fahrzeughaube, ich weiß es vorhin leider, ich möchte mich nicht schön lassen. Du hast passt, da ist es. Haben wir ja zufrieden. Die Polizisten fragen bei der Zentrale nach. Ganz bloß froh sein, dass wir die Messung da, dass wir relativ weit hinten waren, aufzeichnet ist. Ja, wie gesagt, also, ich habe meine Mitschwingung, ich sehe das jetzt voll ein, würde ich sagen. Ich bin auch so alt, als wir es wissen, bin ich auch keiner, der übertreibt. Mag ich auch nicht, weil wir mein Audi haben, mit Moped gefahren. Aber für das warst du mir heute eingepuzzelt schnell unterwegs. Also schauen wir ein bisschen nächstes Mal auf die Schüttel. Man kann einmal ambitioniert unterwegs sein, aber das war teilweise schon übertrieben. Gut, Ortschaft, das hat alles passt, so schaut man. Aber wo halt 70 ist, da sollte man halt einigermaßen auch 70 drin sein. Weil die anderen sind, haben nicht geschlafen auf der Straße und die waren halt auch mit 70, 80 unterwegs. Und wenn ich dann noch in guter Schräglage vorbeifahre, dann bin ich einfach mal schneller. Ja, sicher. Okay. Dann machen wir gut. Okay, so ein Vorlasskunst mit Cebis, bitte. Mal schauen, was der Kollege noch rausbringt und sagen, lassen wir es bei einer mündlichen Verwarnung gut sein. Richard, ich bin am 91. Bisschen überlegen, weil, wie gesagt, jeder passt nicht auf, einer fährt raus und weiß nicht, dass du jetzt mit kurz mehr unterwegs bist, als wir erlaubt. Kein Fest mehr. Ja, verstanden. Und dann ist es halt einfach zu spät. Und das wollen wir alle nicht. Na, passt, bitte. Ja. Gut. Servus. PS 170. Da haben wir gar keinen Spaß mehr. Weil du kannst nicht 100 fahren mit dem Teil. Für uns leider nur eine mündliche Verwarnung, weil wir eben die Geschwindigkeit nicht messen haben können aufgrund der fehlenden Nachfahrstrecke und der geeigneten Örtlichkeit. Ich war dann am Ende der Kontrolle schon sehr einsichtig und ja, eher kleinlaut und versprach also seine Fahrweise zu überdenken. Was also für uns auch eine Folge ist, wenn er in Zukunft etwas langsamer fährt. Für Jan Zangenfeind und Sebastian Hayek endet eine erfolgreiche Kontrolle.